Huhu! Guten Tag. Irgendjemand von euch, was, hat sich, Moin, 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 irgendjemand von euch hat sich Schmalznüsse gewünscht. ich habe noch nie in meinem Leben Schmalznüsse gegessen, Ich ganz auch nicht. Ich ehrlich. glaube, ich war auch noch nie in Also, Nordfriesland. ich habe jetzt nicht angewidert geguckt, weil ich es schlimm finde. Es ist alles gut. Ich habe sie nur noch nie gegessen und ich bin total gespannt. Ich auch. Und wenn du einen einfachen Einstieg in Low Carb haben möchtest, dann schau mal in die Infobox. Wir haben ein Buch geschrieben, 60 Tage Schnelleinstieg mit Anleitungen, Checkboxen, Checklisten. Schau in der Infobox. Ein nordisches Rezept. Schatzi, Ja. was sind Schmalznüsse? Ich habe keine Ahnung, sie sind aus Schweineschmalz und zwar haben wir hier 63 Gramm, 63 deswegen, weil ich ein High-Carb-Rezept genommen habe und die Menge halbiert habe. Deswegen 63 Gramm Schweineschmalz und 63 Gramm Butter. Ich habe gelesen, die ganz hartgesottenen Nordfriesen essen das nur mit Schweineschmalz. Das ist aber als ein sehr gutes Rezept angepriesen worden, Dann diese probieren wir das Mischung. jetzt aus. Und sonst Genau. noch, das ist Mandelmehl, war vermutlich. Ja, genau, das sind 155 Gramm. Dann sind das 20 Gramm Leinmehl, damit wir etwas mehr Bindung haben. Okay. Dann sind das 100 Gramm Süße, also in unserem Fall Erythrit-Xylit gemischt. Okay. Dann haben wir einen Esslöffel Backkakao. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen brauchen, weil wir machen die Hälfte hell und die Hälfte dunkel. Das müssen wir dann sehen. Okay. Der Abrieb einer Zitrone, ein bisschen Salz und ungefähr einen Teelöffel Vanille. Und Genau. als Und Backtriebmittel. dafür bin ich wochenlang durch Supermärkte getingelt bei uns, bis ich das Zeug endlich gefunden habe. Also jetzt nicht wochenlang, aber es ist Hirschhornsalz, das ist auch ein Backtriebmittel. Genau, dann brauchen wir auch ungefähr einen Teelöffel. Und da das ein Plätzchenrezept ist, wo man knetet, tun wir heute nur kneten. Du darfst nicht rühren. Mano, dann Ja. darf ich ja gar nichts machen. Doch, du darfst dann den Kakao unterkneten. Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Mach mal. Man macht da einen Berg aus Mandelmehl. Dann macht man da ein Loch rein. Und dann macht man das Leinmehl außen rum. Was? Nix. So macht man das. Du kannst auch das Mark von einer Vanilleschote nehmen. Das geht genauso. Wir nehmen einen Teelöffel gemahlene Vanille. Und dann brauchen wir ungefähr einen Teelöffel Hirschhornsalz. Genau, du bist für einen Teelöffel stundenlang durch die Gegend getingelt. Dann nehmen wir die Süße. Also es waren tatsächlich vier Supermärkte oder vier verschiedene Märkte, bis ich tatsächlich dann eins gefunden habe. Und nicht dort, wo ich es vermutet habe, also in dem Markt dann. Ja, letztendlich dann beim Rewe, ne? Das war letztendlich beim Rewe, aber nicht bei den Backzutaten. So, wenn jetzt da noch ein Ei dazu kommt, dann verteilt man die Butter außen rundum. Dann das Schweineschmalz und ich habe die Zitrone vergessen. Das war auch so ein Problem. Schweineschmalz in Bayern ist eigentlich immer Griebenschmalz oder Apfelgriebenschmalz, so mit Stückerl drin und so. Und das braucht man hier ja jetzt gerade gar nicht. Und dann nimmt man seinen Ring runter. So, dann muss ich kneten. Ja, dann gehe ich mal aus dem Weg. Ich räume mal auf, Ja, mach das mal. solange ich unnütz in der Gegend rumstehe Oh, und unnütz. Ah, Salz. für nichts mehr gebraucht. Soll ich dir mal darüber Ja, ein walzen? bisschen. So ungefähr eine Prise. So, und dann verknetet man das. Und dann hoffe ich immer, dass ich richtig umgerechnet habe. Weil, wie dir schon aufgefallen sein wird, wir probieren Rezepte in seltensten Fällen vorher aus. Das ist richtig, ja. Deswegen freuen wir uns auf der Endcard dann auch immer so, wenn es wirklich geklappt hat. Und deswegen ist es manchmal etwas verwirrend. Ja, genau. Interessanterweise haben wir aber bisher, seit wir YouTube machen, ich glaube, zwei Videos gehabt, die wir am Ende dann nicht veröffentlicht haben. Alles Ja. andere hat funktioniert und wurde dann auch so veröffentlicht und ja, also hat geklappt. Ja. Sondern ich habe gelesen, der High-Carb-Teig ist sehr bröckelig. Also machen wir das mal so, dass unser Low-Carb-Teig auch bröckeliger ist. Das dürfte relativ einfach werden. Und dann würde ich jetzt sagen, du nimmst die Hälfte von den vom Kakao. Ich habe mir natürlich auch die Hände gewaschen. Und ich darf mal kneten. Das ist eine äußerst seltene Angelegenheit bei uns. So. Ja. Wenn wir jetzt zu viel Backkakao reintun, dann wird er zu trocken. Ja, der wird ja jetzt wahrscheinlich schon durch das bisschen Backkakao auch schon trocken. Das heißt, Ja. ich habe jetzt natürlich die schwerere Aufgabe. Aber wir werden das schon hinbekommen. Na, freilich. Der ist ja auch bloß zum Einfärben. Meiner Finger. Ja. Jetzt haben wir ein dunkles UFO und ein helles Ball. Und jetzt brauchen wir das Backblech. So, und jetzt müssen wir dann nur noch ein Stückchen abnehmen. So ungefähr walnussgroß. Ja. Ja, Walnuss mit oder ohne Schale ist jetzt die Frage. Ich würde so kleine Kügelchen machen. So. Und dann legt man die, ohne platt zu drücken, das ist fast zu groß,
ohne platt zu drücken aufs Blech. Ich habe gesagt, fast du hättest das eine lassen können. Unser Ofen heizt vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze und da gehen die ungefähr so 15 bis 20 Minuten rein. Ich werde aber mal nach 10 Minuten nachschauen. Wichtig ist, dass die hellen hier nicht dunkel werden. Ja. Die dunklen sind ja schon dunkel und die sollen auseinanderlaufen, hieß es. Ich hoffe, unsere laufen auch auseinander, weil sonst haben wir nämlich Schmalzkugeln. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Kugeln weiter. Mhm. Oder Schmalzkekse. Und du gehst mal gucken, wie die uns schmecken. Schmalznüsse heißen die. Schmalznüsse, noch. Ja. Mensch. Danke, ist mir gerade nicht mehr eingefallen. So, das sind seine. Und das sind meine. Wir können ja mal abstimmen, welche gefallen dir besser, welche Kugeln. Seine oder meine? Da ja, okay, da muss ich aber noch mal ein bisschen nacharbeiten. Klick mal da oben aufs i, da ist eine Umfrage. Ich darf nicht backen, ich muss das nicht können. Also, es war ja schon faszinierend, als ich den Ofen aufgemacht habe. Dann kam mir dieser Hirschhorndampf entgegen. Das ist ungewohnt. Ja, es hat leicht gebrannt in den Augen. Und sie haben gebacken 17 Minuten. Genau. Und von wegen Geruch von Hirschhornsalz. Da wir momentan ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung machen, sage ich jetzt nicht, dass ich das widerlich fand. Es war ungewohnt. Also im High-Carb-Rezept stand ja, die sind hart und werden dann nach ein paar Tagen weicher. Unsere sind schon leicht weich, aber die sind ja auch noch nicht hundertprozentig ausgekühlt. Mhm. Interessant. Nee, also schmeckt eigentlich. Sie sind ein bisschen trockener, als ich sie erwartet habe. Mhm. Aber ich weiß ja nicht, ob die so gehören wie... Liebe Nordlichter, wie beim Heidesand. Bitte ausprobieren, bitte nachbacken und Bescheid sagen, ob das so gehört. Aber diese Teigkonsistenz, glaube ich, kommt eher an Heidesand ran, als unser Heidesand ran kam. Nö, lecker. Für mich fehlt da noch irgendwie Zimt oder sowas, aber gehört da nicht rein. Nö, deswegen haben wir das bleiben lassen. Probier sie aus, sag uns, wie sie dir schmecken. Was ich sagen wollte, wir machen jetzt Abendessen. Genau, und du gehst abonnieren, falls du noch nicht hast, ja. Und kommentieren. Und den Link zum Rezept findest du unten in der Infobox. Und jetzt gehen wir Abendessen. Endlich. Ja. Tschüss.